Du hast wahrscheinlich schon von verlassenen Gebäuden gehört, aber auch von verlassenen Hotels. Wie können einst gut besuchte Hotels heute völlig verlassen sein? Die Antwort wird dich staunen lassen. Schau dir nun 15 bizarre und verlassene Hotels auf der ganzen Welt an. Hotel Belvedere. In der Schweiz steht ein verlassenes Hotel, ehemals hoch angesehen und Kulisse im James-Bond-Klassiker Goldfinger. Das Hotel Belvedere war bei Abenteurern beliebt, aber auch bei Menschen wie Sean Connery oder Papst Johannes dem 23. 1882 eröffnet, liegt es auf 2438 Metern Höhe. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Furker Pass gebaut und so kamen Touristen in das Hotel. Von hier aus konnte man den Rhônegletscher erkunden. Dieser war nur 183 Meter vom Hotel entfernt und hatte eine 91 Meter lange, in den Gletscher gehauene Höhle, die man besichtigen konnte. Aufgrund des Klimawandels verschwand der Gletscher nahezu und die Zahl der Besucher nahm ab. Hotel Haludovo. Das Haludovo Palace Hotel war ein Luxusresort auf der Insel Krk. Die Eröffnung war 1972. Kroatien gehörte damals noch zu Jugoslawien. Es gab Cocktailbars, Saunen, Golfplätze, Tennisplätze und angeblich mit Champagner gefüllte Swimmingpools. Doch schon ein Jahr nach der Eröffnung wurde Konkurs angemeldet, da die ausländischen Besucher ausblieben. Das Haludovo Palace Hotel schraubte den Luxus etwas zurück und empfing weiterhin Gäste, bis 1991 der Bürgerkrieg ausbrach. Plötzlich war das gesamte Resort mit Flüchtlingen gefüllt und die Ausstattung wurde gestohlen. Lee Plaza Hotel. Das Lee Plaza, als 17-stöckiges Art-Deco-Kunstwerk vom Architekten Charles Noble entworfen, ist verlassen. 1929 eröffnet, war das Gebäude für ein wohlhabendes junges Publikum gedacht, das in seinen Luxus-Apartments alle Annehmlichkeiten eines Hotels hatte. Es gab einen Schönheitssalon, eine Bibliothek, ein Kinderbetreuungs- und Spielzimmer, einen Blumenladen und ein Lebensmittelgeschäft. Außerdem einen Ballsaal mit Kronleuchtern, einen Orchesterbalkon und einen exzellenten Speisesaal. 5 Jahre nach der Eröffnung wurde das Hotel an eine Firma verkauft, die in Zahlungsverzug war. Das Gebäude wechselte daraufhin ständig den Besitzer. Ryugyong Hotel. Laut Guinness Buch ist das Ryugyong Hotel in Pyongyang mit 320 Metern das höchste leerstehende Gebäude weltweit. Kein Gast wurde jemals empfangen, weil es nie fertiggestellt wurde. Das 105-stöckige Hotel wird auch Untergangshotel genannt. Der Bau begann 1987, wurde aber aufgrund wirtschaftlicher Probleme eingestellt. Als die Sowjetunion 1991 zusammenbrach, verlor Nordkorea einen wichtigen Handelspartner. Eine Wirtschaftskrise war die Folge. 1992 erreichte das Hotel seine volle Höhe, doch das Innere blieb leer. 2008 installierte man Glaspaneele über die gesamte Fläche. Inzwischen wird das Gebäude anderweitig genutzt. Polisia Hotel. Das Hotel Polisia steht im verlassenen Stadtzentrum von Pripyat. Mitte der 70er Jahre gebaut, sollte es Delegationen und Gäste beherbergen, die Pripyat und das Kernkraftwerk Tschernobyl besuchten. Das oberste Stockwerk war mit Café und Sonnenterrasse sowie einer Aussichtsplattform geplant. Die Eröffnung fand aber nie statt. Während der Beseitigung der Folgen der Tschernobyl-Katastrophe wurde das Hotelgebäude noch genutzt. Danach wurde es jedoch aufgegeben und wie viele andere Gebäude dem Verfall überlassen. Deshalb ist von dem Hotel außer den Betonwänden nicht mehr viel übrig. Royce Motel Café. Etwa 96 Kilometer nordöstlich der kalifornischen Stadt 29 Palms liegt Amboy. Die Stadt wurde ab 1926 durch die Eröffnung der Route 66 zu einem beliebten Reiseziel. Doch 1973 nach der Erschließung der Interstate 40 ging es bergab. Deshalb schloss auch die Touristenattraktion Royce Motel Café. Sie beherbergte unter anderem eine Tankstelle und einen Geschenkeladen. Die Geisterstadt wird heute täglich von vielen Reisenden besucht, die die Route 66 aus nostalgischen Gründen befahren und hier einen Blick in die Vergangenheit werfen. Verlassene Hotels auf Zypern. Der Stadtteil Varosha in Famagusta auf Zypern wurde einst von den Reichen und Berühmten besucht.
Gepriesen als die französische Riviera Zyperns, wurde das Gebiet 1974 von türkischen Truppen eingenommen und die Einheimischen flüchteten. Später wurde das Gelände für Besucher gesperrt. Der frühere Touristenort ist nicht mehr wiederzuerkennen. Einstürzende Hotels und verfallene Hinterlassenschaften der ehemaligen Bewohner und Urlauber sind alles, was du dort finden wirst. Verlassene Hotels Kupari. Mehrere Hotels beherbergten dort jeweils 1600 Gäste. Sie wurden in den 60er Jahren für die militärische Elite Jugoslawiens gebaut. Heute zerbröseln sie regelrecht, da sie längst aufgegeben wurden. Während des kroatischen Unabhängigkeitskrieges in den 90ern wurden diese Strandparadiese zerstört und die Gebäude sind mittlerweile komplett zugewachsen. Die Strände vor den Ruinen sind nach wie vor beliebt, aber die Auswirkungen des Krieges sind auch nach so langer Zeit immer noch sichtbar. Baker Hotel. Wenn du die Stadt Mineral Wells in Texas besuchst, wirst du ein verlassenes Wahrzeichen vorfinden, das Baker Hotel. Die beliebte Luxusunterkunft eröffnete 1929, doch seit den 70er Jahren steht sie leer und gleicht einer Ruine. Das Hotel war 14 Stockwerke hoch und hatte 450 Gästezimmer, zwei Ballsäle, einen Schönheitssalon und andere damalige Neuheiten wie eine Kegelbahn, eine Sporthalle und ein Freibad. T.B. Baker ging 1934 in Konkurs. Das Hotel konnte allerdings noch bis 1972 geöffnet bleiben. Heutzutage verbieten Schilder den Zutritt. Hotel Ponce Intercontinental. Das Intercontinental Hotel Ponce, auch bekannt als El Ponce, strotzte in seiner Blütezeit vor Luxus. Obwohl seit mehr als 40 Jahren geschlossen, überragt die baufällige Struktur weiterhin die Stadt und ist so etwas wie ein Wahrzeichen von Puerto Rico. Das 1960 eröffnete Hotel war das erste moderne, funktionale Hotel an diesem Ort. Auf der Spitze des Hügels El Vigía gebaut, bot es einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Stadt. Es ist bis heute ein Rätsel, warum das Hotel nur 15 Jahre nach der Eröffnung für immer schloss. Einige Theorien haben jedoch über Jahrzehnte gehalten. Die häufigsten sind Konflikte mit den Arbeitern, hohe Betriebskosten und der schwer zugängliche Standort. Waisenhaus Hotel. Eines der größten Holzgebäude der Welt ist das Princippo Waisenhaus in der Türkei. Es liegt auf den Prinzeninseln vor Istanbul und hat wirklich schon bessere Tage gesehen. Das mittlerweile 122 Jahre alte Gebäude war ursprünglich als Luxushotel und Casino geplant. Doch als Sultan Abdulhamid II. Das Glücksspiel aus religiösen Gründen verbot, war dieser Plan Geschichte. 1903 wurde das ungenutzte Gebäude dann gekauft und der östlich-orthodoxen Kirche geschenkt, die es in ein Waisenhaus umwandelte. 1964 musste es jedoch aufgrund der Spannungen zwischen der Türkei und Griechenland geschlossen werden und verfällt seitdem. Penn Hills Resort. Das verlassene Penn Hills Resort hatte zwei große glockenförmige Pools und in jeder Paar-Suite rote herzförmige Whirlpools von Spiegeln umgeben. Heutzutage sieht man nur noch Graffitis, Müll und Gras aus dem rissigen Zement der Tennisplätze. Das verlassene Gebiet hat außerdem eine kriminelle Vergangenheit. Für Liebhaber von verlassenen Plätzen ist dieses 2009 geschlossene Resort ein interessanter Ort. Wo sich einst Liebende versammelten, herrscht eine Stille, die nur noch vom Klirren von Blechen oder splitterndem Glas durchbrochen wird. Das Gebäude wurde nach seiner Schließung mehrfach durch Brandstiftung verwüstet, wodurch die meisten Häuser auch später zerstört wurden. Buckhill Falls Inn. Die Geschichte des Buckhill Falls Inn reicht bis ins Jahr 1901 zurück, als es als kleines Holzhaus mit 18 Zimmern begann. Es wurde 1926 zu einem weitläufigen Steinkomplex erweitert. In den 80er Jahren verfügte das Hotel über 400 Zimmer, ein Hallenbad mit Schiebedach, einen Speisesaal und einen eleganten Eingangsbereich. An der Nordseite gab es eine überdachte Steinveranda mit toller Aussicht. In seinen glorreichsten Tagen wurde es zu einem der 10 besten Kongresszentren der USA gekürt. Leider musste es 1991 aufgrund verschiedener Schwierigkeiten schließen. Hotel Sheraton. Von den 15 Cook-Inseln ist Rarotonga die größte und bevölkerungsreichste. Dort findet man ein heruntergekommenes Strandresort, dem vielleicht bald neues Leben eingehaucht wird. Das leerstehende Gebäude war einst ein Sheraton-Hotel.
Die Regierung der Cookinseln hatte einen 44 Millionen Euro Vertrag mit einer italienischen Bank abgeschlossen. Die italienische Regierung lieferte den Entwurf und ein italienischer Bauunternehmer begann mit den Bauarbeiten. Dieser ging dann in Konkurs und das Hotel wurde nie eröffnet. Es laufen aktuell Verhandlungen, um das Ganze wieder aufleben zu lassen. Die Regierung hat bereits eine Genehmigung für die Landschaftsgestaltung erteilt. Nach der Fertigstellung wird das Resort bis zu 460 Zimmer, Villen und Apartments beherbergen. Hotel del Salto. Dieses Hotel in Kolumbien wurde 1923 als Residenz für den Architekten Carlos Arturo Tapias in San Antonio del Tequendama gebaut. Später wurde es zum Hotel del Salto, einem der beliebtesten Orte für Besucher von Bogotá. Ein Anbau erfolgte 1928 und es wurden Reisende empfangen, die das Gebiet der Tequendama Fälle besuchten. Ab Juli 1950 sollte es 18-stöckig werden, doch der Bau wurde nie begonnen. Das Hotel blieb geöffnet, bis es zu baufällig für eine weitere Nutzung wurde. Die Touristen blieben aus und es wurde Anfang der 90er Jahre geschlossen. Seitdem steht es leer. Tragischerweise brachten sich hier auch eine Reihe von Menschen um. Deshalb glauben viele, dass es im Hotel spukt. Welches dieser bizarren, verlassenen Hotels möchtest du einmal besuchen? Ich freue mich auf deine Antwort in den Kommentaren. Danke fürs Zuschauen und bis morgen.